Oh, hier habe ich einen vergessen. So. Ja, das kann man machen. Jetzt noch ein Tageslichtsensor. Dann passt es. Kann man den sogar hinter das Haus machen? Weiß nicht. Nee, da ist die... da ist folgendes Problem. Oh, okay. Warte mal. Wie macht man das auch überhaupt? Ach so. Das Ding ist, du darfst den Tageslichtsensor nicht hier an den Kreislauf anschließen, weil sonst schaltet er den ja, sonst macht er den ja kaputt. Eigentlich musst du einen Tageslichtsensor haben, der in den Block hier reinläuft. Ja. Und der den dauerhaft tagsüber powert, sodass wenn hier noch ein Signal reinkommt, dass das nichts ändert. Und nachts geht er aus und dann geht das hier wieder. Aber wie willst du jetzt hier, also theoretisch kann ich hier irgendwo einen Sensor aufstellen. Ja. Hier auf dem Boden oder so und dann müsste es funktionieren. Wenn da nicht die andere Leitung dahinter ist. Ja, ich fürchte, da kommen wir ganz ja, schnell doch, wieder. Ja, doch, genau da Problem. Ist die andere Leitung. Ja. Dann halt in diese Richtung, schön Richtung Weg. In welche da Richtung? Da kommt dann auch bald die andere Leitung. Ja, ach, hier da willst du Weg, jetzt aber. Ja, wo sollte dann ja, hin? Wir müssen irgendwo den Sensor hinmachen. Vielleicht ist auch einfach der Ort, wo das steht, schlecht. Nicht nur vielleicht, der ist schlecht. Der wäre halt von der Platzierung ziemlich gut. Oder wir machen es in diese Richtung. Ah ne, da ist auch. Ist da auch das Ding? Ja. Es gibt nur diese Richtung, in die wir jetzt sind. Ich mal hier guck. Ah ja, hier ist auch das Ding. Ja, okay. nee, es gibt eine Möglichkeit. Also das. Also, okay. Alter, das, was hier alles gebaut wurde. Also ich sehe eine Möglichkeit. Das ist keine einfache Möglichkeit. man könnte ja hier diese Leuchte. Ja, der wird jetzt dann, weil der Block gepowert wird nebendran. Der hier. Das ist ja der unter ach, dem anderen ist, Werfer. Ach, das ist. Und der wird hier gepowert. Wir können den nur aus der einen Richtung powern, aus der wir kommen, oder hier Richtung Weg rüber noch. Wir können ihn von hier. Okay, jetzt pass auf. Wir können ihn so powern. Ja. So. Von hier. Ja. Und jetzt machen wir einfach so. Graben das Ding irgendwo hin. Dann können wir irgendwo. Jetzt darf ich es nicht kaputt machen, so. Dann können wir irgendwo uns runtergraben, dass es, was weiß ich, hier irgendwo wieder rauskommt am See und da stellen wir dann den Sensor auf. Hinterm See? Ne, hier am See irgendwie so, halt nicht allzu weit weg. So, dass man halt da so nicht im Weg ist. Also du kannst ja jetzt irgendwo. Ja, du kannst schon auch, keine Ahnung, also. Ja, ich stelle den hier hin, warte mal, so. Hier in das Eck hätte ich stört. Das ist Höhe 69. Und das ist direkt unterm Weg. Ja. Wir haben keinen Redstone mehr. Wir haben alles, was wir hatten, für die Repeater verbraucht. Ich glaube, wir müssen einfach mal eine Rohstofftour machen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Glaube ich. Ja, das fürchte ich auch. Aber nimmer in dieser Session. Das können wir uns für die nächste Session aufheben. Ja, noch haben wir eine Stunde. Was, eine Stunde? Ja, wir nehmen doch schon drei Stunden. Ne, 2 Stunden 9 jetzt ohne die Anreisefolge. Ach, ohne die Anreisefolge, stimmt, 2 Stunden 9. Ja gut, aber dann brauchen wir. Das heißt, wir haben 6 Folgen noch jetzt. Warte, wenn wir halbstündige Folgen machen. 3 Stunden. Oder nicht? Ja. Du hast recht. Ja. Also noch eine Stunde. Zeit hätten wir noch. Ja, 50 Minuten. Boah, das wird ganz schön spät, gell?
Ja, wir müssen es ja nicht so lange halten. Doch, wir müssen es so lange halten. Nein, müssen wir nicht. Aber ja, gut, dann, also wir, dann wird es spät. Theoretisch können wir jetzt sagen, also das Riesenrad ist jetzt, also das, also ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber das ist jetzt so das ganz grobe Grundgerüst. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen. Wir machen den Tageslichtsensor hier hin. Dafür reicht das Redstone. Und dann geht's wenigstens. Und dann, wenn wir Redstone haben, kann man es umlegen. Ich würde jetzt ich trotzdem eine Rohstofftour einen. Machen. Muss der in den Boden rein? Also. Nee. So. Also, das ist ja mega hässlich. Andererseits. Heißt, es geht auch so. Das weiß ich nicht. Stell mal drauf. Drück mal drauf. Okay, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Weil der Block wird dann gepowert. Das heißt, man müsste irgendwie aus dem Block. Na, dann mach ihn da unten rein. Hässlich. Drück mal drauf. Ist doch egal. Ja, jetzt wird's gehen. Okay, jetzt ist er aber aus. Jetzt muss ich einmal ja. draufdrücken. Ja, genau. So, jetzt so. Ist es an. Jetzt. Oh, es schneit wieder. Oh, geil. Dann müssen wir jetzt, aber dann jetzt eigentlich nicht in der Höhle, wenn es gerade so schneit und Nacht ist und so. Ja, jetzt, wo wir unsere Welt erfolgreich verschandelt haben. Warte mal, ich mache hier noch. Ah ja, hier ist noch offen. Okay, ja, ja. Das ist gut, weil dann kommt man durch den regulären Wartungseingang hier runter. Ah ja. Und dann muss man halt finden, welches man sucht. Aber richtiges Labyrinth. So, das sieht doch schön aus. Ja. Kann man über den Tageslichtsensor so einen Schneeblock machen oder so? Nee, da darf nichts drüber sein. Schade. Sonst sieht er das nicht mehr. Dann ist es durchgehend dunkel. Idiot. Dann ist durchgehend Feuerwerk. Jetzt muss ich mal wieder was essen. Dann baue ich aber jetzt doch das Windrad noch weiter. Beziehungsweise jetzt hast du auch Windrad gesagt. Ja, stimmt. Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Ja, das ist einfach, das ist ein Öko-Weihnachtsmarkt und das wird mit Windenergie betrieben. Ja. Also wir sagen, wir können jetzt hier mal uns zu dem Riesenrad gesellen und können mal gucken, wie wir das überhaupt machen. Weil diese Sitze muss man da noch dran machen. Ich habe keine Ahnung, wie man die jetzt am besten dahin macht. Ja, ich komme gleich. Ich tue gerade noch die Schafe vermehren und scheren. Scheren und vermehren. Die scheren ihre Wolle mit mir. Aber du hast ja voll viel Wolle gebracht. Dann kann ich auch eigentlich die Dächer noch fertig machen. Ja. Das wäre auch mal wichtig eigentlich. Ja, dann regnet es nicht rein. Also schneit es nicht rein. Ja. Wir haben leider keine richtigen Farben. Wir haben blau. Wir haben hier nix. Wir haben 5 gelbe Blumen. Her damit. Gut, du musst halt bedenken, das hier ist halt einfach eine Minecraft-Welt, wo man nur einen Monat gespielt hat. Ja, hier ist ja praktisch wir noch am Anfang. Anderen wir fast ein Jahr gespielt haben. Ja, über ein Deswegen Jahr, oder? Das, ja, nee, ein Jahr. Also an unserem Ort, wo wir jetzt sind. Ach so, ja, okay. Fast ein Jahr. Wobei, aber wir haben ja auch unser Zeug vom alten Ort mitgenommen. Also schon über ein Jahr. So, jetzt ist noch mehr Wolle dazugekommen. Mehr Farben, ich habe keine mehr. Mal nur rot ist ja auch doof. So ein bisschen gelb noch oder grün kriegt man eh nicht. Aber wenigstens ich könnte hellblau machen. Wobei wir haben wir Knochen? Ich habe drei. Ja, doch. Ja. Wobei, nee, das reicht doch nie im Leben. Das Blöde ist halt bei Nacht, wenn man von unserem Haus weggeht, sind überall Monster. Bei unserem Haus auch 2 Skelette, die mich hier gesehen haben. Skelette sind so nervig. Schon überlegt, ob man einfach peaceful stellt. Nee, nee, nee. Das gibt's nicht. Aua. Dachte schon, da kommt das nächste Skelett. Das war mein Plan. Es hat funktioniert. Ich habe zu wenig Farbe.
Aber von mir aus können wir dann auch aufhören, wenn die Dächer fertig sind. Weil ich meine, genügend Länge für 20 Minuten Folgen haben wir ja schon locker. Und dann gibt es die 30 Minuten Folgen halt erst nächste Woche. Ja. Weil was... Oh, dann müssten wir jetzt halt, also nur noch eine Höhlentür würde Sinn machen, weil fürs nächste Bauwerk würde ich dann wieder ein bisschen vorher gucken, was ja, man ja, baut, auf jeden wo man es baut und so. Aber ich meinte auch eine Höhlentour eigentlich. Aber... Ja. Ist die Frage. 20 Minuten Folgen würden natürlich... Ja. Ja, machen wir 20 Minuten. Und dann planen wir mal richtig durch, was wir dann als nächstes machen. Wo sind die ganzen Blumen, die ich eigentlich hatte? Ich hatte die doch. Oh, hier sind ja noch 13 gelbe. Dann reicht's vielleicht doch. Ich bin einfach blind. Hier sind nochmal 8 gelbe. Wie übersehe ich das alles? Vielleicht habe ich noch mehr übersehen. Es wird spät, ich merk's. Hier sind noch Knochen, das ist auch gut. Hier ist noch weißer Farbstoff, das ist sehr gut. Mhm. Jetzt pass mal auf, ich mache erstmal ganz viel die gelbe Farbe. Kann man blau und gelb mischen? Kommt dann grün raus? Nein. Das wäre geil. Stell dir das mal vor, blau und gelb mischen, du brauchst keine Kakteen mehr. Aus blau und gelb kommt grün raus, oder? Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Doch, doch. Doch, sage ich jetzt. Wenn es nicht stimmt, dann Schande über mich. Dann bin ich so blöd für die Farbenlehre. Aber... Ich habe auch keine Ahnung von blau, der Farbenlehre. Doch, eigentlich kriege ich... Also die Grundfarben kriege ich hin. Also blau und grün gibt... Was? Blau und Gelb gibt Grün. Und 1 gibt 2. 1 gibt ein neues DSL-Modem. Das stimmt. Und gleich gibt es noch mehr Wolle. Mehr Wolle ist sehr gut. Aber wo, die ganze rote Farbe ist weg. Ich hab doch... Naja, dann mache ich ja schon mal gelb. Vielleicht für den Teppich vorhin vom Hausbrand. Nee, ich habe ja... Oh, warte mal. Nee, da habe ich aber nicht alles gemacht. Da war noch was übrig. Du hast gemeint, du machst besser mal nicht so viel roten Teppich, wie es geht. Ja, folglich müsste was übrig sein. Müsste eigentlich, ja. So. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 gelbe. Und den Schießstand müssen wir dann auch noch machen, dass der irgendwie was Cooles macht, wenn man trifft. Ein Feuerwerk. Ja. Oder eine Schallplatte abspielen, wobei die geht dann so lang. Die Schallplatte muss hier im Dauerlauf einfach laufen, die Cat-Schallplatte. Das ist die Weihnachtsmusik. Oh, geil, Phantome. Sehr gut. Die können wir gebrauchen. Hast du das abgeschossen oder warum? Nö, er ist stark. Ah, solche Opfer. Ja, schon irgendwie. Stell dir vor, du spawnst, siehst, da ist mein Opfer und dann verbrennst du einfach, weil es Tag wird. Nein, ich habe eine Phantomhaut. Sehr gut. Hä, warum prallen die Pfeile an denen ab? Ja, das ist manchmal so. Idioten. Okay, ab ins Lager. Da gibt's nämlich noch mehr Phantom heute. Oder ja, eine Bananen. Noch. Nee, Haut. Haut. Nee, zwei, glaube ich. Ich habe eine gesehen. Wenn, dann ist das nicht gesteckt. Du meintest vorhin nämlich, oh, hier ist noch eine. Und in dem Moment meinte ich auch, Herr, hier ist noch eine. Ja, aber das war aber die gleiche. Kann sein. Ah. Aber schön wäre es. Ja, dann haben wir jetzt zwei. Das ist schon mal was. Okay, wie viel brauche ich? Blau, weiß, blau, weiß, blau, weiß, blau, weiß. Okay. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Ich brauche 20.
blaue und 20 weiße. Beziehungsweise, ich mache nicht 20 blaue, sondern 20 hellblaue. Hast du noch so viel Glowstone im Inventar oder ist alles weg? Ich habe noch 57. Ah, okay. 10 da. Das arme Riesenrad, das steht nur auf einer Stütze. Ja, dass es überhaupt auf einer Stütze steht, ist ein Wunder. So, jetzt, das ist ja schon das letzte Dach, ne? Ja. Voll geil, weil das wird jetzt fertig. Die schneiden alle zu. Ja, voll geil. Hier muss aber noch Holz rein eigentlich. Das wird jetzt hellblau. Ja, das ist cool. Ja. Ich balanciere hier auf der Lichterkette. Stell das mal vor, weißt du, wie so ein wie heißt das? Hochseiltänzer? Ich glaube schon, ja. Jetzt habe ich mich aufgebaut. Oh ja, da müssen Weiße hin. Hier habe ich mich auch schon verbaut. Ich habe immer gewechselt. Ach, ist egal. Jetzt liegen hier unten die blauen Wolle. Ich habe die abgezählt. Oh, jetzt muss ich runter. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Tja. Jetzt bist du wohl der Standbesitzer. Ich besitze alle Stände. Ah, wunderbar. Ja. Jetzt haben alle ein Dach. Oh, das sieht echt cool aus. Ich weiß nur nicht, ob ein Baum hier irgendwie bisher die Sicht versperren würde, weißt du? Ja, das kann gut sein. Könnten hier so ein großes Lagerfeuer hinmachen oder sowas. Ja. Aber das ist dann für ein andermal. Also die Dächer sind fertig, dann jetzt noch das Riesenrad. Und dann können wir auch die Aufnahme beenden. Ja. Das Riesenrad, dafür habe ich eigentlich Holz mitgenommen, aber das reicht nicht. Ich habe doch hier meine Baustellentruhe, da ist noch ganz viel drin. Also. Erstmal diese Stütze, die ist echt ziemlich hässlich, aber solange sie stützt. Ja, die kann man auch weglassen. Die braucht man halt mal. Solange sie so aussieht, als würde sie stützen. Das hört sich schon besser an. So. Wenigstens mit Treppen, dann sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Ja, so jetzt habe ich keinen Weizen mehr, alles verfüttert. Wobei, ja, das Feld ist noch nicht ganz fertig, aber ich baue es trotzdem mal ab. Das meiste ist fertig. Ja. Also so sieht die Stütze schon besser aus. Das ist machbar, denke ich. Das muss es ja nur halten, irgendwie so. Angeblich. Da ist ein Zombie, warum verbrennt er nicht? Brennen noch. Oh. Der war schon angeknackst. Ich habe gerade ein einzelnes XP-Kügelchen aufgesammelt vom Vermehren der Schafe und bin dadurch Level up. Das war cool. Nur ein Kügelchen aufgesammelt, dann kam der Ton. Nicht schlecht. So. Jetzt habe ich wieder sehr viel Weizen. So. Stimmt das so? Sieht okay aus. Jetzt gucke ich mir das auch mal an. Ja.
Also besonders schön ist was anderes. Aber es ist nicht besonders hässlich. Auf der anderen Seite fehlt noch ein Glowstone Block. Das ist aber kein Problem. Aber ja, man merkt schon, dass es kleiner skaliert ist und dadurch halt viel undetaillierter. Ja, viel eckiger und so. Das, ja. Weil das auf unserer anderen Weihnachtswelt sieht schon besser aus. Muss ich sagen. So. Wir haben jetzt, wir müssen noch irgendwelche Gondeln oder irgendwas. Bei dem anderen hingen sie ja so in der Mitte drin, oder? Ja, vielleicht kann man das also hier auch machen. Weil ich sehe gerade, wir haben hier zwischendrin immer drei Blöcke. Theoretisch könnte man einfach eine Box aus Holz machen. 3x3. Ich kann ja mal die obere bauen. Oh, der Schnee hat aufgehört. Ja, leider. Oh, da kann man dann gar nicht drin stehen. Wobei doch, wenn man Slabs nimmt, dann kann man gerade so drin stehen. Ist auch egal, es muss nur gut aussehen. Ob das gut aussieht, ist die Frage. Bestimmt. Ich hab da so meine Zweifel. Das ist dann die Gondel. Und hier kommen noch Slabs rein. Auf einer Seite gibt's halt irgendeinen Ausgang. So ein Zauntor oder sowas. Ja, ich bin etwas beengt, aber... Das ist schon der Ein-Mann-Kapsel. Ja, nur die Frage ist, wie sieht das aus? Das sieht richtig scheiße aus. Kannst du dir das mal angucken? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Das muss ja so ein bisschen nach unten hängen und nicht nach oben rausstehen. Das Ding ist, eigentlich hängt es nach oben und unten raus, aber dadurch, dass es gerundet ist, sieht es dann aus, als wäre es gerade. Mein Vorschlag. Das stimmt. Wie lange ist die Aufnahme, wenn wir die Reise abziehen? So 3 Stunden 15 oder so. Also das ist mit Reise. Ohne Reise 2 Stunden, 2,5. 2,5. Ohne Reise haben wir 6 Folgen. 6 Folgen, ja, 20 Minuten. Mehr. Nee. 23. Mindestens. So. Wir haben 6 Folgen, 20 Minuten. Ja. Das sind genau 2 Stunden prinzipiell. Und die Folge ist 2,5. Ja. Das reicht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier irgendwie versuchen, uns was aus dem Finger zu ziehen, was dann so aussieht. Wunderschön, ich verstehe das Problem gar nicht. Wir machen das so. Wir gehen mal in der Kopie und bauen mal im Creative ein Riesenrad. Das nächste Mal bei der Aufnahme reißen wir das Ding komplett wieder ab und bauen was Schönes dahin. Das Ganze. Oder, wir schaffen es, das zu retten. Aber ich habe da nicht so viel Hoffnung. Deswegen würde ich sagen, ja, das kann man so machen. Wir probieren es aus und in der nächsten Session haben wir dann einen Plan davon, was wir machen. Vielleicht können wir es auch retten, ich weiß es nicht. Wir haben immer einen Plan, wir sind total vorbereitet jedes Mal. Ja, aber jetzt, ich habe mir schon überlegt, man könnte vielleicht einfach so Bänke nehmen, also Treppen als Bänke und die mit Ketten so dranhängen. Dann ist es halt so ein einfaches Karussell, wo einfach nur so Sitze drin hat. Und keine richtigen Kabinen. Jetzt ist schon ein Karussell, das wird immer. Ist es jetzt ein Windrad oder ein Riesenrad oder ein Karussell? Du hast Karussell gesagt. Es ist ein Riesenrad. Es ist alles. Es ist ein horizontales Karussell. Da müssen wir auch horizontal, also da müssen wir auch gedrehte Sitze reinbauen. Ach so. Oh Gott, ich bin rausgetappt. Oh. Hat man nicht gesehen. Hier, so sind die Sitze dann. Genau. Nee, Quatsch. Das wäre doch, aber man sitzt so nach oben, ja. Das ist ein bisschen blöd. Da liegt noch voll viel Holz rum. Wo ist der Zombie? Ich höre ihn genau.
Hm. Aber ich sehe ihn nicht. Hä? Vielleicht ist er hier unten drunter oder so. In der Höhle, aber da ist ausgeleuchtet. Das kommt von hier? Ach, vielleicht ist der aus dem Höhlengang hochgeklettert. Das kann sein. Ja, doch, der ist da unten drin. Na gut, dann können wir jetzt ja ins Lager gehen oder ja. Sollen wir schlafen zum Abschluss? Nee, dann, wir brauchen Phantome. Ja, und das sieht schön aus. Und hier ist es schön, nicht zu schlafen, ja. Also, an der Stelle sieht man, das passiert, wenn wir es nicht planen. Weil es gibt so manche Leute, die schreiben, boah, ihr baut voll schön. Und, ja, das mag sein, aber wenn wir nichts geplant haben, dann kommt hier sowas zu euch raus. Ich habe noch nie so ein hässliches Riesenrad gesehen. Also von daher, ja. das müssen wir planen und dann können wir ein schönes Riesenrad bauen. Und wenn wir es richtig geplant haben, diese Woche, das war auch ein bisschen schwierig mit der Aufnahme, dass wir die noch irgendwo reinquetschen. Deswegen haben wir jetzt gar nicht so viel Zeit. Eigentlich. Ja, aber der ganze Weihnachtsmarkt ist fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, tatsächlich, ja. Also in der Zeit, die wir hatten, haben wir relativ gut Sachen geschafft, finde ich. Aber ansonsten, wenn es jetzt nicht zu spät wäre, würde ich halt sagen, machen wir noch eine Höhlentour, weil wir müssen eine machen. Aber es ist so spät. Nö. Deswegen, wir können ja die Aufnahme am Weihnachtsmarkt beenden. Dann sieht man gleich nächste Aufnahme, was wir gemacht haben. Oh ja. Ich setze mich hier rein. Genau, ich setze mich dir gegenüber. Seite. So. Dreh dich um. So, Freunde. Hä? Ach, du sitzt da. Ich dachte, wir setzen uns an den. Ach, warte, ja. Das hier sind die Tische, ja. Ich hab gerade richtig verwirrt. Na dann. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ja. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.